Ja. Oder? Könnte sein. Okay, das ist auf jeden Fall ein Schalter. Ich denke mal, den werden wir auf jeden Fall gebrauchen. Ja, scheiß, noch mehr Kobolde aus deinen scheiß Augen raus. Alter, wie viele Truhen! Mittlerweile brauche ich hier, glaube ich, echt gar nicht mehr öffnen. Ah, doch, wegen Geld, aber... What the fuck, noch eine? Ah. K.O.-Faust, aua. Die zweite K.O.-Faust. Okay, jetzt haben wir da einen Weg aufgemacht. Okay, die andere Tür schien dann doch wieder was Falsches gewesen zu sein, denke ich mal. Andere Musik. Das heißt, es kommt gleich irgendwie etwas. Oh, das hier sieht auf jeden Fall nach einem Hexenlabor aus. Ah, guck mal, da ist die Hexe doch. Hehehe, Kinder, was wollt ihr da wartet? Okay. Oh, das Hagen. Ich muss gerade diesen Typen nach Tantalus bringen, schicken. Nein, mach nicht. Okay. Ah, das heißt noch mehr rumlatschen. Hagen, was hast du getan, Tura? Wo ist er hin? Warum? Ich habe ihn nur zu den Ruinen bei Pandoria geschickt. Er wurde mir zu lästig. Außerdem reichte meine Magie nicht für ihn. Tantalus wird besser mit ihm fertig. Tantalus? Ja, Tantalus, der Chef einer Organisation, die Pandoria zerstören will. Wie kommst du nur? Wie konntest du nur? So bin ich halt. Hihihi, Tantalus hat schon fast sein Ziel erreicht. Bald wieder die Burg von Pandoria erobert, später dann die ganze Welt. Na, genug geplaudert. Ich verfüttere euch jetzt aber einen süßen Schmusekater. Hahaha, tanzen. Endboss-Time. Auf jeden Fall scheint es riesig zu sein. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, ich kann den jetzt gerade anscheinend nicht treffen. Okay, so kann ich den treffen. Okay, das heißt, ich sollte auf jeden Fall den Schlag aufladen. Ach, fuck. Das kann nervig werden, würde ich jetzt mal sagen, weil der scheint doch ein bisschen stärker zu sein. Ach, fuck. Okay, einen Bonbon brauchen wir auf jeden Fall jetzt. Für die liebe Bärbel. Und ein Lebenswasser für die liebe Lumpi. Oh, fuck. Oh, der haut schon Schaden. Hallo? Alter! Ist okay. Rass jetzt nicht so aus, so komisch ist, was auch immer du bist. Okay, Lumpi ist wieder tot. Okay, das Gute ist, das Ding... Ja, jetzt komm doch mal nach... Hallo, hallo, ich bin gleich auch tot. Hallo? Okay. Ich konnte dich jetzt gerade nur nicht steuern. Okay, ich verfüttere jetzt gerade auch meine Schokolade am Bärbel und ich lasse jetzt Lumpi gerade einfach mal... Diese Scheiße... Obwohl, ich muss die wieder beleben, Freunde. Die soll ja die EP bekommen von dem Gegner. Diese komische Scheiße, die er da machen kann, ne? Das ist echt nervig. Den kann man auch nicht ausweichen. Okay, jetzt macht er wieder irgendwas mit Säureregen. Das finde ich gerade ehrlich gesagt ziemlich uncool. Hier einen Bonbon geben. Hier einen Bonbon geben. Ah, gut, dass ich jetzt gerade Blumendingens gegeben habe. Okay, da oben kann ich ihn leider nicht treffen. Oh, dem kann er auch leider nicht ausweichen.
Oh, wie viel Leben hat das Viech denn noch? Oh, und in dem Moment ist Lumpy gestorben. No! Was ein toller Schmusekater. War nice. Wir haben es immerhin besiegt. Und weiter geht's! Boomerang-Orb erhalten. Sehr schön. Gefällt mir. Weil den Boomerang brauchen wir auf jeden Fall. Und dass wir dafür jetzt gerade einen Orb erhalten haben, finde ich jetzt gerade nochmal viel, viel besser. Da wird die Waffe auch gerade nochmal ein bisschen stärker, ne? Weil die Waffe macht aktuell 35 Schaden. Aber ich glaube, der Boomerang ist auch generell noch nicht auf Stufe 1. So, aber wo ist jetzt die Hexe Tura hin? Da ist sie. Was wollt ihr noch? Hab Gnade mit mir! Tantalus hat mich erpresst. Ich hatte keine Heilkräuter mehr. Also hat er mir seine angeboten. Dafür müsste ich für ihn die Menschen hier verzaubern. Aber das ist jetzt vorbei. Von nun an bin ich eine nette alte Dame. Wenn ihr nach diesen Hagen sucht, er ist auch bei den Ruinen in Pandoria. Nehmt euch den Inhalt der Schatztruhen. Ich brauche sie nicht mehr. Der Orbschalter im Lavatempel, ihr betätigt ihn mir am besten mit einem Wasserzauber. Ich würde euch ja helfen, aber ich habe keine Zauberkraft mehr. Okay. Ist jetzt einfach mal gerade eine chillige alte Oma geworden. Okay, wir brauchen einen Wasserzauber, Freunde. Peitsche gefunden. Ah, nice. Das heißt, wir können eigentlich rein theoretisch die Abkürzung jetzt zum Wasserpalast nehmen, den wir durch den Wald dort genommen haben. Und 50 GM. Na, ich meine, besser als nichts. Okay, ein Wasserzauber. Können wir irgendwo Magie lernen? Weil wir haben ja jetzt einmal das Ziel halt in den Lavatempel, da können wir aber jetzt noch nicht runter. Oder wir können dann jetzt halt zu Hagen gehen. Ja, ich glaube, dass das Ziel, dass wir zu Hagen gehen, ist, glaube ich, aktuell doch dann das Bessere. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es jetzt irgendetwas bringt, zum Wassertempel zu gehen. Ich glaube, da werde ich auch mal nachher nochmal hingehen. Nochmal einen kurzen Besuch dort, bei der Aquarie abstatten. Dort brauchen wir. Obwohl, da ist ja noch Raffi, ne? Wenigstens ein, zwei Bonbons kaufen. Du kannst jetzt eigentlich gehen, die Hexe ist wieder lieb. Was für Kohle wir einfach haben, ne? Aber generell können wir eigentlich auch mal speichern. Aber vor allen Dingen aktuell leveln wir eigentlich auch ganz schön schnell, ne? Levelt man eigentlich immer so schnell in Secret of Mana? Ich weiß es gar nicht. So, Bonbons. Bonbons. Ich sag ja, die 10 GM, die sie jetzt mehr kosten hier. Also werden wir schon verkraften können. So. Ach genau, die Schokolade. Ja genau, ein Schokolade brauchen wir noch, ne? Genau. Was war das Fass eigentlich nochmal, genau? Das kostet 900. Grillmütze. Warte mal, ich glaube, Blue hatte bisher, glaube ich, noch gar keinen Stirnband, glaube ich, ne? Also generell halt eine Kopfbedeckung. Genau. Das haben alle drei. Ein Armband. Ja gut, das kaufe ich aber wenn dann halt beim Schmied. Beziehungsweise halt, ne, bei irgendwelchen Rüstungsländern, weil dort sind die ziemlich billiger. Ziemlich billiger, ich schwör. Gab es jetzt eigentlich eine Abkürzung nach draußen, oder? Nicht, dass ich jetzt hier den ganzen Weg jetzt gerade umsonst laufe. Ja, am besten mal die ganzen Türen zumachen, ne? Man ist ja lieb und sozial. Aber immerhin sind keine Gegner mehr da. So. Ah, fuck, hier draußen sind sie wahrscheinlich noch, ne? Wir müssen zu Hagen. Blue, hörst du mich? Komm sofort zum Wasserpalast. Das war Aquaria. Sie braucht meine Hilfe. Ich muss sofort zu ihr. Ich komme mit. Ich komme mit. Ich müsste zwar zu Hagen, aber alleine kann ich ihn sowieso nicht retten.
Wir können ihn ja zusammen befreien, nachdem wir bei Aquaria waren. Ich will... Ich will auch mit. Zu dritt ist alles viel einfacher, oder? Okay, es tut mir leid. Armer Dreamteam hier, voll das Dreamteam. Irgendwas hat gerade hier die ganze Zeit klapp gemacht, war das Monster? Aber aktuell ist es hier gerade auf der Burg von der Hexe. Eigentlich ziemlich still, ne? Wäre eigentlich auch doof, dass man da nicht lang kann, dass man einmal außen rumlatschen muss. War hier noch was? Achso, nee. Okay, das wäre jetzt einfach nur eine Sackgasse gewesen. Oder ist das die Musik mit dem Tschick, 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 Tschick? Ich habe keine Ahnung. So. Ach genau, dafür haben wir jetzt die Peitsche bekommen. Genau, nice. Das hat ja gerade auch schon gesagt. Sehr schön. Ach komm, ich könnte jetzt gerade eigentlich noch mal mit dem Boomerang kämpfen. Den würde ich gerne auf Level 1 haben. Ah, fuck. Direkt. Obwohl, ach nee, die beiden... Kann man mit der Lanze... Kann man? Nee, kann man nicht. Kann man nicht. Okay, wieder Grafikanzeigenfehler da. Passt schon. So. Alter, lässt du mal meine Lumpi in Ruhe? Lumpi mit IE? Stirb. Lol. Das finde ich aber auch nice. Generell, wenn die Gegner schwach sind, dass wir die dann halt einfach irgendwann einfach so gut wie nur noch blocken können. Danke. Ich am liebsten mal ausrasten würde bei dem Soundtrack, aber das würde ich euren Ohren ja nicht antun. Stirb. Ah, war hier auch schon eine Wespe? Jetzt glaube ich jetzt das erste Mal, dass ich jetzt hier eine Wespe sehe. Oh, lauf doch nicht genau in den fucking Schuss rein, Mensch. Frau, Kobold, was auch immer. Funktioniert das jetzt einfach so oder muss ich die... Achso, ich muss die ausrüsten, ne? Wie viel Schaden macht die eigentlich? 29? Alter, die Lanze macht 38 Schaden. Was zum Fick? 30, 29, okay. Krass. Ach genau, einfach klicken. Und dann... Wupp, wupp, wupp. So, genau, hier geht's ja dann jetzt direkt zum Wassertempel. Nice. Ich weiß auch gar nicht, können wir jetzt hier nochmal so einen Samen einsammeln? Oder wie sieht das aus? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil rein theoretisch müssen wir 8 verschiedene Samen holen, oder nicht? Ich weiß es gar nicht. So. Aquaria! Schnucki! Wo bist du? So, hallo, was geht? Ich gebe die Kraft. Yay! Ja, von mir aus. Frosta, die Patronin des Wassers, lebt in einer Höhle hinter dem Wasserfall rechts von diesem Palast. Du musst unbedingt zu ihr. Das Siegel zu diesem Palast scheint zu brechen. Sie ist in großer Gefahr. Ach so, das war dieser komische, wo der Wasserfall vor ist, wo wir halt nicht durch konnten, ne? Gut, dann gehen wir da mal hin. Oder auch immer da jetzt gerade los ist. Wir müssen uns jetzt wie in jedem RPG um jeden kleinen Scheiß kümmern. Ne, die könnt ja eigentlich auch mal da hingehen. Aquaria ist ja bestimmt hier voll die krasse Hexe, Zauberin oder sowas. Bestimmt voll die Kräfte und sowas und kann das nicht alleine, ey. Mensch, du Kraft des Wassers. So Wasserball, yay, pff. Oh. Fischies. What? Das wollte ich jetzt eigentlich gerade gar nicht. Es tut mir leid. Alter, die machen Schaden. Stirb. Was ich jetzt aber ehrlich gesagt nochmal machen würde, bevor ich ja... Obwohl, kommen wir danach noch nach Pandoria? Eigentlich schon, oder?
Ich würde generell nochmal nach neuer Ausrüstung gucken. Jetzt können wir auf einmal rein, ne? Oh fuck, noch mehr Fische. Ach, warte mal, Wasserpalast und sowas, ne? Es kann doch bestimmt jetzt sein, dass wir generell Wasserzauber bekommen, oder? Das ist jetzt gerade eigentlich ziemlich naheliegend. Was hat der Fisch da gerade gemacht? Okay. Was zum... okay. Okay, du bist süß. Du bist süß. Ich will dich knuddeln. Ich will dich nicht töten. Yay! Es, vor allem, wie das so glücklich rumhüpft. Noppenzunge? Ach, fuck. Das Ding war scheiße. Oh, Gott. Ach, genau. Das hat die ganze Zeit auch Leute eingesogen, ne? Ah, das Ding... Alter, kannst du jetzt mal aufhören, jetzt die ganze Zeit Dingens einzusaugen? Ich kann mich gerade irgendwie ganz, ganz vage an das Viech dran erinnern, dass es total scheiße war. Hallo? Einmal bitte für Lumpi. Ich glaube, ich bin generell ziemlich oft bei diesem kleinen Dino verreckt. Ich möchte schnappen. Hopp, hopp, schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Okay, es lässt sich doch, wenn man eine gewisse Taktik hat oder sowas in der Richtung. Haha, es liefert Taktik. Lol. Kann man jetzt auch zum Essen machen. Hä, ja, was denn? Fischeig, Fischechse. Ach, toll. Ach so, das ist auch ein kleiner Miniboss, ne? Denke ich mal. Na toll. Oh, nice. Hopp, hopp, hopp. No. Spuck mich wieder aus. Okay, das ist doof. Bei denen sollte man jetzt selber... Ah, nice. Der hat jetzt gerade doch den Einschlag gemacht. Das hat gerade so viel Schaden gemacht. Oh, fuck. Ach, lol. Eins. Oh, toll. Ich glaube generell, wenn das so rumdingst, dann nimmt das irgendwie anscheinend weniger Schaden oder sowas. Kann das? Ich würde jetzt gerade nochmal diesen 150er Crit haben. Depp, 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 depp. Na, fuck. Hat mich getroffen, natürlich. Oh, eigentlich sieht das voll süß aus. Ich will das auch nicht töten. Ah, natürlich. Ah, Klauenorb erhalten. Oh. Und du erreicht Level 11. Sehr schön. Level Hype. Was wir jetzt gerade trotzdem mal machen. Wir haben jetzt noch zwei Bonbons, aber die Bärbel braucht gerade unbedingt eins. So. Hallo? Oh, hi. Ich danke euch. Mein Name ist Costa. Ich werde euch helfen. Von nun an könnt ihr meine magischen Kräfte verfügen. Über meine. Bärbel kann meine Heil- und Verteidigungsmagie benutzen. Oh, nice. Heilen ist immer super. Und Lumpi meine Angriffszauber. Hallo, Rutschka! Hui! Hä, was kann ich? Und ich? Eines Tages wird dein Schwert mächtiger als jeder Zauberspruch von mir sein. Zur Not kann Bärbel auch da aus deinem Schwert ja eine Eisklinge machen. Dann kannst du auch die Gegner verzaubern und zu Schneemänner machen. Oh, Schneemänner klingt gut. Hier habt ihr noch eine neue Mana-Waffe. Alter, was geht?
Gehen wir? Wohin denn? Froster schließt sich an. Ach so. Nice. Ich muss gleich mal meine Zauber ausprobieren. Ich glaube Zauber. Wie funktionieren die jetzt nochmal? Ach genau, ich muss ja generell erstmal zu denen rüber wechseln. Ah, hier genau. So, Lumpi kann jetzt Frostwelle, Energiesog und Säureregen machen. Und genau, ich glaube, dazu brauchen wir auch diesen Honig, ne? Glaube ich, weiß ich. Doch, den Honig brauchte man, um MP, also Mana-Punkte zu heilen. Sobald ich mich gerade recht entsinne. So, und du kannst Eisklinge benutzen. Ah, Kraftwasser, sehr schön. Das werden wir auf jeden Fall das öfter mal gebrauchen. Heilaura. Was Heilaura auch genau war, weiß ich jetzt selber nicht mehr genau. Eisklinge ist auf jeden Fall auch echt nice gegen Bosse oder sowas. Oder generell gegen Menschenmassen oder, also, ne, gegen größere Massen an Gegnern. Ist das, denke ich mir, auch echt ziemlich hilfreich. Was doof ist halt natürlich, da brauchten wir natürlich auch dann, ne, genug MP und so. Ach genau, hier könnte ich jetzt eigentlich mal die Zauber mal kurz ausprobieren. Froster! Eisklinge machen wir jetzt einfach mal auf dich. Nein, das wollte ich nicht. Genau, so. Macht das viel Schaden? Ah, 33. Alter, ich war jetzt gerade dort eingesperrt. Weil ich denke auch generell... Ah, Schneemänner. Ach so, ich kann die dann einfrieren und die können dann nicht mehr angreifen. Okay, Alter, ich werde gerade fertig gemacht. Alter, wie oft Lumpi jetzt schon gestorben ist, ne? Mal ganz im Ernst. Es tut mir voll leid, Lumpi. Das will ich doch gar nicht. Ach, noch mehr Fische. Rotz... Och. Ich laufe immer irgendwo aus Versehen rein, weil dann gucke ich irgendwie unten auf den Bildschirm. Mein Controller linkt dann irgendwie nach oben. Das ist voll behindert.